Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich begrüße Alexander Sanders von der digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag. Hi. Wir sprechen heute über den Streit zwischen dem FBI und Apple. Da geht es konkret um Daten auf dem iPhone 5C des Terroristen Syed Rizwan Farooq, der im vergangenen Dezember ja gemeinsam mit seiner Frau bei einem Anschlag in San Bernardino 14 Menschen tötete und 22 weitere verletzt hatte. An die Daten auf diesem Telefon will das FBI extrem gerne ran. Apple hingegen pocht auf Bürgerrechte und Datenschutz. Ein spannendes Thema, über das wir jetzt sprechen werden, wie gesagt, mit Alexander Sander, dem ich schon wieder ein S angehängt habe, fällt mir gerade auf. Genau. Ja, so ist das. Das ist eine Verschlüsselungstechnik. Dann weiß keiner, wer da war. Ja, genau, die vom Zugriff des FBI schützt hier bei Flux FM. Geht's dir gut soweit erstmal? Ja, perfekt, danke. Sehr schön. Fass doch deinen Worten nochmal kurz zusammen. Um was geht's da genau? Warum streiten sich Apple und das FBI bzw. die amerikanische Regierung um die Daten auf diesem Telefon? Genau, also das Telefon ist offensichtlich das einzige Gerät, was noch übrig geblieben ist. Die Festplatten hat er vernichtet, andere Telefone hat er auch weggeschmissen. Deswegen erhofft man sich jetzt von diesen Daten, die auf diesem iPhone noch sind, irgendwelche Hinweise, die einen Ermittlungsfortschritt bringen sollen. Deswegen will das FBI an diese Daten. Das Telefon aber ist verschlüsselt, also vor allen Dingen diese Daten auf diesem Telefon sind verschlüsselt mit einem, ich glaube, 10-stelligen Code ist das. Und das bedeutet, man muss diesen Code auch per Hand eingeben. Mhm. Und es gibt jedes Mal eine kleine Verzögerung, und wenn man den Code ein paar Mal falsch eingegeben hat, werden alle Daten auf diesem Handy gelöscht. Das bedeutet, das FBI hat natürlich wenig Versuche und die Angst, die Daten nachhaltig zu verlieren. Mhm. Deswegen soll jetzt Apple ein sozusagen neues Betriebssystem für dieses Telefon schreiben, wo eben diese Passwortsperre ausgehebelt wird, sodass dann eben das iPhone mit einer sogenannten Brute-Force-Attacke gebrochen werden kann. Das bedeutet, ein Rechner gibt dann einfach so lange alle möglichen Kombinationen ein, ohne dass es eben eine Verzögerung gibt, ohne dass es von Hand gemacht werden muss. Und dann will man an diese Daten herankommen. Mhm. Apple natürlich will das nicht, denn sie sagen, wenn wir eine Software für dieses Telefon schreiben, wird die natürlich dann auch für andere Telefone auch einsetzbar sein. Ja. Das ist sozusagen ein Generalschlüssel, der da gebaut werden soll. Und daran hat Apple kein Interesse, weil dann nicht nur der Datenschutz und die Privatsphäre der Menschen unter Druck geraten, sondern auch die Datensicherheit. Denn auch zum Beispiel Kriminelle könnten versuchen, an diese Software heranzukommen, um an die persönlichsten Daten, die die Leute auf ihrem Telefon speichern, heranzukommen. Das heißt, es geht um die gute alte Frage oder den guten alten Kampf zwischen der Sicherheit und der Freiheit der Bürger, in diesem Fall der Vereinigten Staaten. So ist es, genau. Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja, du hast jetzt gerade auch schon angedeutet, dass es eben nicht so einfach ist, wie die US-Behörden es behaupten, die nämlich sagen, es würde uns vollkommen reichen, wenn das auf diesem einen Telefon funktioniert, diese Software, die wir von Apple verlangen. Wieso ist das eben nicht so einfach? Also das ist schon richtig, dass diese Software auf diesem einen Telefon funktionieren würde. Sie würde aber eben auf allen baugleichen iPhones auch funktionieren. Mhm. Also wenn ich diese Software für dieses iPhone schreibe, dann ist das wie ein neues Betriebssystem, was man eben aufspielt auf dieses Telefon. Und das kann man natürlich dann nehmen und auf jedes andere beliebige iPhone derselben Bauart auch aufspielen und genau dasselbe machen. Mhm. Witzigerweise sagen auch andere Ermittlungsbehörden in den USA schon, dass sie auch genau dieses selbe iPhone in anderen Fällen hier zufällig noch in der Schublade rumliegen haben und auch sagen, ja, das ist ja toll, wenn ihr diese Software habt, weil dann können wir die nämlich auch für unsere Fälle mit benutzen. Also hier widersprechen sich also auch selbst die eigenen Ermittlungsbehörden in den USA. Mhm. Es ist klar, hier soll ein Generalschlüssel für alle iPhones erstellt werden. Und das Ding ist ja, dass wenn jetzt in diesem einen Fall für dieses eine konkrete iPhone diese Software erstellt wird, ist ja relativ schnell davon auszugehen, dass dann für andere iPhones oder für andere Handys oder für andere Geräte, für andere Software immer wieder ähnliche Anfragen an die entsprechenden Hersteller, also nicht nur Apple, sondern dann auch, was weiß ich, Google oder wen auch immer gestellt werden. Ja. Also, dass hier eben ein Präzedenzfall geschaffen wird und davor warnen wir, und deswegen wehren sich viele Unternehmen, aber eben auch viele Bürgerrechtsgruppen, so wie wir, gegen solche derartigen intrusiven Eingriffe. Und es ist ja nicht nur so, dass die vermeintlich Guten auf diese Daten zugreifen könnten, sondern im Prinzip ist es auch wieder ein Tor, das sich öffnet gegenüber der Cyberkriminalität und Leuten, die auch Schabernack treiben würden mit diesen Daten sozusagen. So ist
es. Also man kann davon ausgehen, dass wenn einmal so ein Generalschlüssel im Umlauf ist, dass dann viele Leute versuchen werden, nicht nur Ermittlungsbehörden an diesen Schlüssel ranzukommen. Denn also Online-Banking oder andere Zahlungsdienste wie PayPal oder ähnliches, die dann über so ein Handy abgewickelt werden, sind natürlich für Kriminelle Gold wert. Ja, die würden versuchen, an solch einen Generalschlüssel ranzukommen. Also die Hackerangriffe auf Apple würden gigantisch steigen innerhalb kürzester Zeit, weil jeder versuchen würde, diesen Key zu bekommen. Und wenn er dann einmal auf dem Schwarzmarkt ist, wird er sicherlich auch sehr schnell weit verbreitet sein. Dann ist es per se mit der Datensicherheit, das iPhone kann man dann in dem Fall wegschmeißen. Apple sagt sogar, dass die Forderungen der Regierung über das hinausgingen, was China von den dort ansässigen Softwarefirmen verlangt. Ist das vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Naja, das ist vor allen Dingen recht humorisch, also was die Chinesen genau in ihre Chips reinbauen und welche Zugriffe da die chinesische Regierung hat und wie die Unternehmen in China mit der Regierung zusammenarbeiten, das sei mal dahingestellt. Also grundsätzlich ist es offensichtlich so, dass diese Forderung sehr weitreichend ist, das ist klar. Und ob da jetzt dieser China-Vergleich so angebracht ist, ich weiß es nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eben die Datensicherheit und der Datenschutz der Menschen extrem unter dieser Anweisung leiden würde, wenn man ihr denn Folge leisten würde. Ein weiterer Prominenter, der sich zu Wort gemeldet hat in der ganzen Diskussion, ist Bill Gates, der ehemalige Chef von Microsoft. Der hat ja zunächst mal auf Seiten der Regierung gestanden, hat gesagt, come on Apple, ihr müsst das Ding freischalten. Es geht hier um die Aufklärung eines terroristischen Vorgangs. Und der hat dann ein ganz komisches Bild gefunden mit einem Band, das in der Bank um einen Tresor, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, also irgendwie ein Geschenkband soll um eine Festplatte in einer Bank gewickelt sein und man müsste nur dieses Band durchschneiden. So einfach hat er das dann erklärt, ein völlig irres Bild. Ja, und dann hat er gesagt, es würde ja nicht verlangt, dass man dieses Band immer wieder durchschneiden müsse. Ja. Ganz merkwürdig. Also genau, sehr merkwürdig, völlig am Thema vorbei. Das wirkt ein bisschen so, als hätte er sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Gleich einen Tag später hat er auch wieder zurückgerudert, hat dann irgendwie gemeint, nein, er wollte nur eine vermittelnde Position einnehmen, also zwischen Apple und FBI, wobei ich nicht so richtig weiß, wo da die Mitte sein soll. Und hat jetzt vorgeschlagen, dasselbe wie Apple eben auch, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, wie man jetzt gemeinsam da vorgehen soll. Also hat er klar wieder zurückgerudert. Das war offensichtlich einfach nur ein Schnellschuss, den er da gebracht hat. Offensichtlich hat er sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandergesetzt. Ja, wie gesagt, es geht um die große Frage, ist uns die Sicherheit wichtiger oder sind die Bürgerrechte und ist uns die Freiheit wichtiger? Ne? Das ist im Prinzip die Debatte, die geführt werden müsste. Und auf welchen Kosten? Und die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt in diesem einen Fall vielleicht die Sicherheit verteidige, wie ist das dann nachhaltig? Mhm. Eben, wenn ich dieses iPhone komplett aufbreche, ja, und das dann eben auch Terroristen oder Kriminelle wiederum ausnutzen, ja, dann schaffe ich ja nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit. Ja, wenn dann also der gleichzeitig der Straftatbestand der Cyberkriminalität im Bereich Online-Banking enorm zunimmt, dann habe ich auch nichts gewonnen. Ja. Zugleich ist auch völlig unklar eben, was eigentlich auf diesem iPhone noch drauf ist. Und Apple hat ja schon alle verfügbaren Daten, die zum Beispiel in der Cloud geliefert waren, auch schon an das FBI weitergegeben. Also es ist ja auch nicht so, dass hier Apple überhaupt gar nicht kooperiert und dass überhaupt gar keine Ermittlungsdaten zur Verfügung stehen. Man weiß ja auch, dass diese Figur auch schon mal in Saudi-Arabien und in Pakistan unterwegs waren. Also man hat diesen Terrorist oder diesen Kriminellen, was auch immer das da am Ende des Tages war, auch schon auf dem Bildschirm gehabt. Man hat ihn schon ein Stück weit verfolgt. Es ist jetzt auch nicht so, dass man völlig im Nichts steht und im Dunkeln tappt. Ja. Also wo da jetzt dieses iPhone helfen soll, das weiß auch keiner so genau. Ja, und man muss ja immer noch mitdenken, hatten wir vorhin schon erwähnt, dass bereits zwei iPhones aus seinem Besitz vernichtet worden sind. Genau. Und dass man da eben auf gar keine Daten mehr zurückgreifen kann. Höchstwahrscheinlich sind ja auf diesen beiden iPhones, die er vernichtet hat, die wichtigeren Sachen drauf gewesen. Das ist zu vermuten, ja. Und eine weitere Frage, die sich stellt, ist, mit welchen Telefonen soll denn das FBI untereinander kommunizieren? Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr mit dem iPhone. Wenn die dann eine lustige Sache noch ist John McAfee, der Gründer der Antiviren-Software-Firma aus Kalifornien. Der hat sich zwischendurch auch gemeldet, hat gesagt, Freunde, beruhigt euch alle wieder, ein bisschen wie Bill Gates, beruhigt euch alle wieder, ich erledige das für euch. Ich hacke euch das Telefon und hole euch da alle Daten runter und dann müsst ihr nicht weiter diskutieren. Ja. Wie realistisch ist das denn? Ein nettes Angebot, nicht wahr? Ja, also ich glaube grundsätzlich, ist es nur eine Frage von, wie viel Geld man in die Hand nehmen will, um so ein Telefon tatsächlich nachhaltig zu knacken. Mhm. Ich glaube schon, dass wenn man eben sehr, sehr viele Ressourcen in die Hand nehmen könnte, das FBI das auch selber machen, gibt sicherlich auch Geheimdienste, die das vielleicht schon können, vielleicht auch nicht. Es ist eine Ressourcenfrage. Das FBI hat nur begrenzte Ressourcen, deswegen wollten sie das auch für ein bisschen outsourcen und es ist natürlich auch am einfachsten, wenn es direkt vom Hersteller geliefert wird.
Ob sie jetzt auf das Angebot da eingehen, was ihnen gemacht wird, bleibt abzuwarten. Aber de facto ist natürlich so, jedes Telefon ist natürlich auch in irgendeiner Art und Weise hackbar. Ja. Man kommt an alle Daten irgendwie heran. Es gibt da immer Methoden. Es ist halt eben nur eine Frage von Aufwand und Kosten und ob man die dann eingehen will. Viel wichtiger ist, glaube ich, tatsächlich dem FBI hier diesen Präzedenzfall zu schaffen, um dann eben nicht jedes Mal selber die Ressourcen aufzubauen und jedes Telefon einzeln zu hacken, sondern einfach dann angenehm zu den Herstellern zu gehen und zu sagen, gebt uns mal den Generalschlüssel, wir würden gern mal. Jetzt muss man natürlich auf die freiheitsliebenden Gerichte in den Vereinigten Staaten hoffen, dass die vielleicht dann in unser aller Sinne dann doch eben entscheiden werden. Donald Trump hat sich ja auch schon in die Diskussion eingestellt, hat gesagt, man muss Apple-Produkte ab sofort boykottieren. Ja. Aber es gibt ja dann auch noch eine andere Seite. Genau, es gibt noch die Gerichte oder vielleicht, es könnte auch sein, dass die US-Regierung diese Aufforderung wieder zurückzieht und eben zum Beispiel der Forderung von Apple folgt und sagt, lasst uns erstmal eine gesellschaftliche Debatte darüber führen. Das wäre meiner Meinung nach auch der richtige Weg, hier erstmal gemeinsam zu diskutieren, wie soll künftig in solchen Fällen umgegangen werden, wie kann man gemeinsam kooperieren, wo sind eben die Grenzen, wo sind unsere Grundrechte in Gefahr, wo ist eben dieser verhältnismäßige Eingriff in die Grundrechte gegeben, wo ist er nicht gegeben, wo entsteht eben so ein nachhaltiges Datensicherheitslücke wie in diesem Fall oder was gibt es für Alternativen? Das, glaube ich, ist der richtige Weg, diese Debatte zu führen. Wir haben auch vor lustigerweise genau in unserem ersten Podcast hier auch unsere Kampagne damals vorgestellt, securetheinternet.org, wo wir eben genau darauf die Staaten dazu auffordern, eben Verschlüsselungstechnologien nicht mit Backdoors zu versehen, also dass Verschlüsselung auch tatsächlich sinnvoll verschlüsselt werden kann. Also in diesem Zusammenhang ist eben auch diese gesamtgesellschaftliche Debatte zu führen, wie mit Verschlüsselung umgegangen werden muss. Ja. Mehr kann man nachlesen auf eurer Seite, auf digitalegesellschaft.de. Ich will immer Org sagen, weil Org so eine... Ja, von der Organisation, genau. Nee, wir sind .de. Okay, da kann man das alles nochmal nachlesen. Bei mir war zum Thema Alexander Sander, der uns einen ganz schönen Einblick in dieses dann doch relativ komplexe Thema verschafft hat. Vielen Dank, Alexander Sander, ohne S. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.